FC Winterthur, Gründung 1896, 3 Schweizer Meistertitel. Die Winterthur haben die letzte Saison auf dem 4. Platz abgeschlossen. Die Saison der Bestätigung steht also an und die Vorbereitung auf den Saisonstart ist optimal verlaufen. Wir sind gut durchgekommen, was vor allem das Pensum anbelangt. Alle Spieler haben sich top engagiert gezeigt und wir sind auch weitestgehend von Blessuren bisher verschont geblieben. Das stimmt mich sehr zuversichtlich und ja, das Klima und Atmosphäre und Stimmung ist sehr gut. Auf die neue Saison hier haben sich die Winterthur mit 5 Spielern verstärkt. Der David von Balmos kommt aus der Nachwuchsabteilung von IB, der Sandro Foschini vom FC Aarau, der Marco Trachsel von GC, der Marco Mangold vom FC Thun und der Claudio Hollenstein vom FC Luzern. Maggie Mangold war ein lang vorbereiteter Transfer, der ist von Thun gekommen, ist jetzt auch Superliga erfahren und hat bei Schaffhausen auch Challenge League geshootet längere Zeit. Also ich erwarte von ihm schon, dass er die Mannschaft stabilisiert im zentralen Mittelfeld und durch seine Präsenz, durch seine Persönlichkeit natürlich da der Mannschaft weiterhelfen kann. Der Marco Mangold und der Claudio Hollenstein haben beide vor ihren Wechsel in die Super League bei Schaffhausen respektive Wiel gespielt. In der nächsten Saison laufen sie jetzt ausgerechnet für den ehemaligen Konkurrent FC Winterthur auf. Ich denke, das ist nicht mit Absicht oder meine Absicht war, dass ich so meinen Weg so entwickelt hat. Ich habe in Luzern jetzt nicht ein einfaches Jahr hinter mir gehabt, weil mit Verletzungen und Trainerwechsel und alles hat mir nicht gerade die Karte gespielt. Jetzt freue ich mich aber, um hier bei Winterthur zu sein. Der FC Winterthur ist sicher ein sehr guter Verein in der Challenge League, hat einen sehr guten Namen. Und ja, der Verein hat sich um mich bemüht und das habe ich auch sehr positiv angeschaut. Und schlussendlich mit den Möglichkeiten, die wir hier in Winterthur haben, ist sicher eine gute Entscheidung gewesen. Nach dem letztjährigen 4. Platz dürften die Erwartungen der FCW-Fans hoch sein. Der Trainer Jürgen Seeberger sieht den Absteiger FC Aarau in der Favoritenrolle. Klar sei aber auch, dass sie sich verbessern wollen. Also es gibt schon einige Unbekannte in der Liga und von dem her gesehen, nehmen wir es vor zu, wir müssen auch noch einiges machen im Personalbereich, aber da sind wir dran. Aber die da sind, ist eine super Gruppe, die wir zusammen haben und da brauchen wir auch wirklich die richtigen Verstärkungen oder Ergänzungen. Tabellenrangmäßig? Das weiß ich nicht. Ich meine, wir haben 10 Tabellenplätze, wir sind 4. Woche, klar, wie wir sich verbessern. Und ich meine, jetzt Aarau und Xamax sind 2 neue Mannschaften dazugekommen. Von Xamax weiß man auch nicht genau, wo die stehen, das nach dem Wiederaufstieg. Auf die neue Saison hin übernimmt der Patrick Bengondo das Captainbinden vom abtretenden Stefan Eiten. Zum Saisonauftakt empfängt der FC Winterthur dann den FC Wiel, die grosse Unbekannte im Hinblick auf die kommende Challenge League-Saison. Denn bis jetzt ist noch nicht klar, mit wem die St. Galler nach dem Einstieg von türkischen Investoren werden auflaufen. Der neue FCW-Captain schaut aber zuversichtlich auf den Match gegen den FC Wiel. Das ist eine komische Geschichte, weil wir kennen nicht von den Gegner. Aber wir müssen nicht bei Wiel schauen. Wir müssen uns unsere Seite anschauen und konzentriert und auf unsere Qualität Gas geben und eigentlich das muss klappen. Abpfiff zum ersten Meisterschaftsspiel ist dann am Samstag um 17:45 Uhr auf der Schützenwiese zu Winterthur.